das Bedürfnis zu streamen. Wundert euch nicht über die Beleuchtung, das hat alles seinen Grund. Wie sieht es hier aus? Bin ich hier zu hören? Ja, ich bin zu hören, ich bin zu sehen. Das hat alles seine Bewandtnis. Gut, ein bisschen Zeit schinden, weil, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lampe an. Mitteiletrenne. Mitteiletrenne. Was ist das denn hier? Gut, dass ich einen Teiletrenner da habe. Pins, Achsen. Ah, Cookie da. Hier sind ja Bars. Achsen, Pins, Pins, Achsen. Achsen, Pins, schwarze Achsen. Eigentlich ist es ja Technik, aber es sind auch Räder. Ne? Das sind Spezialfarben. So. Achsen. Das sind diese Dreierpins. Pin 3L Friction Rich and Stop Push. 2/3 Achse, 1/3 Pin. 1/3 Pin, 2/3 Achse. Vielleicht sollte man sich spezialisieren und einen Pin-Handel aufmachen. 2 blaue. Achse. So, wo ich dich hier gerade in die Finger bekomme, davon habe ich hier auch 1, 2. Kadern, Kadern. Ein wunderschön. Was auch immer. Bevor ich das vergesse, mache ich gleich den Check. Da, der Check checkt. Der Checker checkt. Gut, ja, nach 2 Abenden, wo ich definitiv nichts an diesem Adventskranz gemacht habe, sondern wirklich nur wegsortiert habe, und einem Abend davor, wo ich so halb am Adventskranz und so halb weggeräumt habe, kommen wir jetzt wirklich wieder zum Adventskranz, aber keine Sorge, Eimer werden wieder eine Rolle spielen. Mir ist da noch was aufgefallen, als ich habe gerade noch ein paar Eimer wieder rausgesucht, die ich gleich brauche. Es ist und das Wichtige ist, es ist meine, schon alles abgerissen, was mich betrifft, die Lieferung ist gekommen. Schön schnell, wie ich es erhofft hatte. Gut, wo geht's jetzt los? Es geht los hier mit, ich habe das noch gar nicht kontrolliert, wie ein Profi. Wie ein Profi. Gut, also erstmal wollt ihr natürlich da oben in der Ecke die Anleitung sehen, zu der wir gleich kommen. Jetzt frage ich mich, warum. Ah, ich hatte noch nicht das magische Knöpfchen gedrückt. Hallo? Ich hatte nicht das magische Knöpfchen gedrückt. Da ist hier nämlich so ein Play-Symbol und da drückt man einmal drauf und alles ist gut. Gut, der Adventskranz. Ich habe ihn eben angehoben und habe gleich hier was abgerissen und musste erstmal grübeln, wo es überhaupt hingehört. Das ist gar nicht so einfach. Wenn man da einmal was abreißt, dann wieder rauszufinden, wie genau es wo dran war. Nicht trivial. Mir ist nämlich was aufgefallen. Ich habe nochmal in die... Ich habe gar nicht... Es ging gar nicht, glaube ich, um die Anleitung. Ich habe mir was anderes angeguckt. Ich hatte mir nochmal hier die fertigen Bilder angeguckt. Vor allen Dingen das Bild hier. Ach nee, das habe ich mir in der Anleitung angeguckt. Aber da will ich jetzt nicht blättern. Also hier dachte ich, hä, da unten, da ist doch so. Hier sind bei mir so viele schwarze Noppen und da ist es irgendwie eigentlich schön grün. Ja, stellt sich raus. Ich habe was vergessen. Wie das so meine Art ist. Schritt 126. Man nehme 2 dunkelgrüne Slopes, curved 2x2 und tackere sie hier unten an.
weil wir haben hier ja quasi so eine Stufe. Und auf so eine Stufe passt ja immer perfekt so ein Slope. Und siehe da, es passt, wenn ich hier die Pflanzen zur Seite drücke, das ist jetzt echt ein Problem. Okay. Na, da hast du dir aber in deiner Grafik das ein bisschen einfach gemacht. Aber es haut hin. So, wir haben hier noch Noppen, aber das ist ja auch gut so, weil irgendwo muss ja auch unser Gedöns ran. Ich war nämlich, wie gesagt, eigentlich war ich hier in der Anleitung und hier in der Anleitung war ich. Wo war ich denn? Please handle with both hands. 127. Oder war das ganz am Anfang? Nee, das ist das Bild, so wie ich ihn jetzt hier vor mir habe. Und das ist das Bild, wie er ihn selber dekoriert hat, wo er selber noch Sachen angebaut hat. Diese gelben Sachen haben wir gesagt, das sieht nicht schön aus, aber halt diesen Kleinkram. Kleinkram haben wir. Und zwar, wir haben den Weihnachtsbaum, der war ja fertig. Wir haben den Toy Soldier. Der noch ein paar Farbfehler hat. Die wir jetzt mal gleich beheben. Ich weiß nicht, wie der das macht. Der nimmt irgendwie Tüten. Und dann geht er da wahrscheinlich mit irgendwas Heißem drüber. Vielleicht von so einer Vakuumiermaschine. Und schmelzt das zu. Auch eine ganz coole Technik. Gut, das heißt, das muss noch geändert werden. Vielleicht sollte ich mir wieder mal eine Schüssel gönnen, bevor mir die Teile hier wieder durch die Weltgeschichte fliegen. So. Ja, das sind hier original Lego-Tüten, die der Mensch wahrscheinlich auch mal. Und dann nimmt er die, packt die Teile da rein und schmilzt sie die Tüten wieder zu. Das finde ich ganz pfiffig. Wie gesagt, es könnte so von so einem ihr wisst schon, Vakuumiergerät. Von sowas. So, jetzt nehmen wir mal den wieder auseinander. Jedenfalls so weit, wie wir ihn auseinandernehmen müssen. Ich glaube, kann mal ein bisschen. Moment. Dann gebe mir mein Einstellungs. Genau. Mal ein bisschen dichter dran. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht wieder hier arbeite, sondern da arbeite. So, diese dunkle Platte, die war ja nur temporär. Weil eigentlich soll das natürlich dieses Rot sein. So, und diese Schultergeschichte sollte halt auch dieses Rot sein. So. Und du kommst da drauf. Und das Gold kommt auch wieder ab. Na, und jetzt habe ich wieder Kleinkram zum Wegsortieren. So. Jetzt haben wir hier den Toy Soldier. Jetzt habe ich hier jetzt Gold. Ein Fitzelchen von die Gold. So, wir haben den Weihnachtsbaum, wir haben den Toy Soldier, wir haben den Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann, was war bei dem falsch? Natürlich die dunkelrote Platte. So. Ich habe Fingernägel geschnitten und die Teiletrenner sind schon wieder alle weit weggepackt. Käme ich aber notfalls ran. So, ich wollte hier bauen. So, du kriegst deine Hände wieder. Und deine Beine. So, aber ich muss nur noch den ganzen Kopf neu machen. Weil gelb macht sich nicht so gut. Na, das ist jetzt 10. Das war auch eine saublöde Idee. Gut, und die.
wir hier den, die Augen. Oh, ich kriege schon kalte Finger jetzt. So, die Augen sollten bei dem, die Pupillen sollten beim Weihnachtsmann einfach nur nach unten gucken. Ja, nicht. Du solltest nicht schielen. Der Toy so. Okay, das war jetzt nicht so toll. Ah, muss ich gleich mal wieder aus dem Bild verschwinden. Ah. Zum Glück sind meine Kabel lang. So, stoße ich hier hinten gegen meinen Greenscreen. So. Wo bist du hingeflogen? Weil wenn ich den nicht zeitnah finde, dann suche ich lieber den Eimer mit den ganzen Augen. Das geht schneller, als wenn ich mir jetzt hier... Okay, so lang ist das Kabel dann doch nicht. Also hier ist noch der Karton vom Cybertruck. Und da habe ich gehört, ist das Teil gegengeprallt. Aber das kann von da aus natürlich hier durch den halben Keller geflogen sein. Oh, das war laut. Okay. Ach, geil, das sind wieder so Sachen. Braucht kein Mensch. Wir drehen uns also zur anderen Seite. Ich muss mal kurz gucken. Brackets, Stufen, Play, Teil. Ich habe die so schön hier hingestellt. Und jetzt bin ich hier schon wieder dabei, sie alle durchzugehen. Der Brick. Playteil, da ist er doch, der 31er. Der Eimer, den wir lieben. Kabel. Das Gute ist, die Augentüte ist oben. Wir könnten dem Weihnachtsmann auch so ein Triefauge geben, aber nein. Ihr wisst ja. He's checking his list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Irgendwie sowas. So. Weihnachtsmann. Und da müssen wir auch ein bisschen auseinandernehmen. Und ich hoffe, ich kriege es jetzt mal hin, dass mir hier die Teile nicht durch die Weltgeschichte fliegen. Vor allen Dingen die Augen nicht. Ist halt einmal eins Teile. So, die Brackets kommen zur Seite und hier dafür kommen hier jetzt schwarze Brackets. Das sieht nämlich wirklich besser aus mit schwarzen Brackets. Die Augen sollten leicht nach vorne. Okay. Okay. Und jetzt hat er auch seinen Rückenslope. Und sein Schnauzenslope. Und ganz wichtig, sein Geweih. Ich weiß jetzt im Moment gar nicht. Moment, da muss ich. Kurz mal. Da. Jo. Ganz simpel. Druff, schräg nach hinten. Sieht ein bisschen aus wie eine Fernsehantenne, finde ich. Aber gut, aber es sieht auch aus wie ein Geweih, so ein bisschen. Gut, das ist ein Monolith, ist okay. Gut, dann haben wir hier jetzt noch Zuckerstangen-Equipment. Für Zuckerstangen brauche ich aber auch noch, das ist hier der Eimer, der steht hier auch noch. Ich habe ja nichts weggepackt, bin ja nicht ganz blöd. Weil wir brauchen jetzt muss ich überlegen. Wie hatte ich gesagt, baue ich die? Ich habe mehr Rot, das heißt, ich kann ja sozusagen von unten anfangen mit den. Gibt das Sinn? Rot, Weiß, Rot, Weiß, Rot, genau. So, zwischen den und den kommen Achsen. Und das ist jetzt wieder der Punkt, dass ich ja gesagt habe, die Achsen sind aus Platzgründen hier drinne. Sind aber von mir, wie ich finde, pfiffigerweise oben hingelegt worden. Das heißt, ich habe hier Achsen. Ich sagte, ich habe hier Achsen. Ja, geht doch. So.
Achse. Achse. Eine hätte ich gerne noch. Und ich glaube, dann hat der Eimer schon seine Schuldigkeit getan. Ich will hier mich nochmal. Genau. So sehen die nämlich aus. Diese gelben fand mir auch nicht schön. Zuckerstangen müssen rot-weiß sein. So, und jetzt wird es nämlich interessant. Hier sind nämlich jetzt Pinhole, also Axle-Holes, und hier sind Pinholes. Dafür, der Eimer hat seine Schuldigkeit getan. Der Eimer kann gehen. Jetzt brauchen wir Axe-Pins. Und nehme ich da blaue, schwarze sind zu kostbar. Da nehme ich die blauen Axe-Pins, die erfreulicherweise oben, hier oben liegen. So, jetzt muss ich wieder nachdenken. Ich hatte gesagt, ich habe mehr Rot als Weiß, also muss hier Rot kommen. Rot. Rot. Ein Pin noch. Rot. Dann kommt dreimal weiß und dreimal rot. Jetzt muss ich nachdenken, um die miteinander zu verbinden, brauche ich stinknormale Pins. Stinknormale schwarze Pins. Von denen ich gefühlt 250.000 habe. Gut, also rot, weiß, add everyone. So, ne? Schon mal eine. Ich will mal einmal kurz, ich bin ja leider ein sehr wissbegieriger Mensch, und wenn die Chefin was an everyone schreibt, dann will ich doch gleich wissen, worum es geht. Bin gleich wieder soweit. Ach so. Okay. Das war um 19:41 Uhr. Okay. Kann ich leider nicht dabei sein. Andere Leute streamen im kleinen Kreis. Deswegen können sie auch nicht hier sein. Was war das denn hier? Das ist ein komischer schwarzer Pin. Sieht ein bisschen. Der ist nicht original. Der hat nicht die. Ups. Das ist quasi ein schwarzer ohne Friktion gewesen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das ganze Gedöns denn überhaupt hier fest? Und da habe ich ja auch keine Anleitung, aber man sieht das. Sieht man das? Da sieht man das. Da ist diese Zuckerstange. Und die Zuckerstange, die endet nämlich in etwas. Das habe ich mir auch schon rausgesucht. Ich habe das zwar nicht so schön in Weiß, aber ich finde das, glaube ich, gar nicht so schlecht hier, wie ich das hier habe. Warte, drehen die Striche. So. Ne? Jetzt haben wir hier, das ist theoretisch eine Hinge, interessiert uns nicht. Und jetzt wollte ich mal gucken, wo hat er das denn angebaut? Das ist nicht original, das ist original. Da, er hat das einfach so angebaut. Kann man sogar. Und jetzt habe ich natürlich die Wahl wegen der Hinge. Wobei, es hängt nur an einer Noppe. Ist natürlich sportlich. So sieht es irgendwie nicht so schick aus, aber man muss bedenken, der Adventskranz hängt ja nachher senkrecht. Ich kann es auch ein bisschen da drauf. Dann machen wir doch so. Dann stützt er sich an der Kugel ab. Gefällt. Gut, weiter im Text. Noch eine Zuckerstange. Wo hat er denn die so hin und wie viel hat er? Er hat nur zwei. Ich habe drei.
immer einmal mehr als du. So, und die hat er. Ich bin ja so unkreativ, ich muss es ja mir bei ihm abgucken. Ah, da hat er sich. Nee, da kann es nicht. Warte mal, wenn er sich da an der Pflanze festhält, kollidiert das aber mit der Pflanze. Wenn er sich nur da. Warte mal, wir können auch schummeln. Wir können das erstmal so machen. Das ist echt blöd, weil er das so schräg fotografiert hat, habe ich so nicht so richtig eine Ahnung, wo ich hin muss quasi. Da ist die Blume, da ist die weiße Kugel. Ach, da hält er sich fest. Ah, eigentlich so wie die andere auch. Genau. Ich bin ganz glücklich mit meiner Entscheidung, mit diesem Dark Bluish Gray. Gut, ich hatte auch nichts anderes, aber ich finde. Oh, hallo Andi. Ich finde diesen Übergang sozusagen von diesem Dunkelgrün über dieses Dunkelgrau, Hellgrau zu dieser Zuckerstange, finde ich nicht schlecht. Ist ja, wie gesagt, ein bisschen aus der Not geboren, weil ich einfach das genommen habe, was ich hatte. So, jetzt haben wir noch eine Zuckerstange. Wo packen wir die denn hin? Kann ich da was drauf? Kann ich die da drauf setzen? Ja, das sollte gehen. Das hält irgendwie nicht so richtig. Vielleicht darf ich das nicht so runterdrücken. Ja, wenn ich es runterdrücke, dann löst sich der. Vielleicht sollte ich lieber die Noppe nehmen. Oh, das ist nicht schlecht. Jetzt hält sich das auch ein bisschen. Obwohl so ganz so platt ist auch nicht schön. Ich bräuchte etwas, was höher ist. I need higher ground. Na, wir lassen es erstmal so. Ja, ich hatte eben schon überlegt, ob ich ihm die anderen Augen gebe, die so ein bisschen trantütig gucken. Gut, das war das Thema Zuckerstangen. Für das Thema Zuckerstangen brauchten wir tatsächlich nochmal Technikteile. Aber jetzt wird es interessant. Wie bekommen wir die. Jetzt muss ich erstmal hier den Pin-Eimer wieder zu. Den. Doch, es ist der Pin-Eimer. So, der Pin-Eimer ist wieder zu. Gut, hier ist der Bracket-Eimer, den brauche ich vielleicht auch noch, weil jetzt, achso, das kann weg. Jetzt, wenn man hier mal auf das Bild guckt, ist vielleicht zu klein, ich kann ja mal auf groß schalten, ne? Der Weihnachtsmann hier, ich kreise ihn mal ein, obwohl dann die Auflösung dieser Weihnachtsmann. Nein, das ist der Toy Soldier. Da hat er sich einfach überlegt, ich nehme diesen Toy Soldier, nehme eine weiße Bracket. Und die weiße Bracket hatte ich vorher ja für den vorübergehend für das Rentier benutzt. Und er sagte sich, ich nehme einfach den und mache eine Bracket an seine Hand quasi. Und dann baue ich ihn hier irgendwo an. Und wo dieses irgendwo ist. Da gucken wir doch mal, wo dieses irgendwo ist. Ob ich da. Ich muss es ja nicht genau alles dahin bauen, wo er es hingebaut hat, weil ich sehe gerade, er hat ihn dahin gebaut, wo ich die Zuckerstange hingebaut habe. Aber ich kann ja vielleicht den netten Soldaten hier irgendwo. Das ist gar nicht so einfach, weil das Ding ist ziemlich. Eigentlich ist das Ding ziemlich zugebaut. Mal sehen, ob ich hier die eine oder andere Pflanze so ein bisschen. Na, das ist natürlich sparsam, wenn der von einer einzigen Noppe gehalten wird.
wie gesagt, ich bin da auch schmerzbefreit, wenn meiner Frau das so. Der schaut traurig, naja, die haben halt. Gut, der Weihnachtsmann hat auch kein Gesicht, aber das wird dadurch kaschiert, dass er den Bart trägt. Bart? So, wo hat er denn noch andere Figuren? Den Weihnachtsmann. Dem Weihnachtsmann hat er nämlich mit derselben Technik auch eine Noppe ans Handgelenk. Aber da habe ich nicht ganz begriffen, wo der sich festhält. Der hält sich, Moment. Wir haben, er deckt das Blatt da. Ah, er hält sich hier fest. Nee, er hält sich da fest. Da ist eine Noppe. Oh, das sieht doch süß aus. Achso, ich sollte vielleicht mal ein bisschen wieder rauszoomen, damit ihr das auch seht, weil ich sehe gerade, das ist nicht mehr sichtbar. Genau, ne? Der Weihnachtsmann ist da. Toy Soldier da, Weihnachtsmann da. Jetzt haben wir noch das Rentier. Wo ist mein Mauszeiger? Das Rentier, da sieht man hier nun überhaupt nicht, wie er das festgemacht hat. Das versinkt hier in der Unschärfe im Brei, im Pixelbrei. Ich gehe davon aus, dass er da auch irgendwo. Ah, ich sehe. Ein Bracket am Bauch. Ah. Deswegen habe ich hier den Bracket-Eimer nochmal. Nee, es soll wohl nicht Rudolf sein, fällt mir auch gerade auf. Könnte ich natürlich noch ändern. So, jetzt habe ich hier nämlich den Bracket-Eimer. Und ich brauche die Tüte mit den Mini-Brackets. Das sind die. Einmal zwei Brackets. Das sind die. Ah, die Mini-Brackets sind hier mit drinne. So, hier sind. Ach, guck mal, ich habe sogar noch einen weißen, aber der ist, glaube ich, verkehrt rum. Im Sinne von Brackets gibt es hier immer in zwei Richtungen. Vor allen Dingen denke ich mir, da wäre es vielleicht auch schlauer, ein Bracket zu nehmen, der dunkel ist. Weil ist ja hier eh im Dunkeln. So, wie hat er das gemacht? Nee, er hat doch so. Hab ich überhaupt noch ein Bracket in der Form? Ich habe nur den weißen Bracket in der Form. Weil das muss so ein Bracket sein. Genau. So. Jetzt ist wieder die Frage: Wo hält sich. Ich glaube dort. Der muss ja irgendwo, wo das Geweih noch hinpasst. Ah, ich weiß nicht, ob das ohne Klebe hält. Vor allen Dingen, wie soll ich den. Moment, 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 ich brauche. Reindeer. Kann ich das ein bisschen drehen? Nö. Aber es Reindeer zu vor sich hin. Gut, und jetzt müssen wir uns nur noch Gedanken machen. Last but not least. Über ihn hier. Wie hält er sich fest? Weil. Das habe ich jetzt entschieden. Ja. Rote Nase, gucken wir gleich mal. Ich habe den Eimer 31 hier neben mir. Also die Idee hier mit dem Weihnachtsbaum, die hatte ich. Jetzt muss ich nur überlegen, wie kann ich den Weihnachtsbaum denn befestigen? Weil ich habe kein Bracket mehr. Der richtig in die richtige Richtung geht, oder? Doch, 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 ich habe noch einen. Ein dunkelgrau. Dunkelgrau ist ja auch okay. Weil das muss. Der ist falsch rum. Der ist falsch rum. Falsch. 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 Die sind alle falsch. Sind alle genau.
Andersrum. Okay. Hauptsache, wir haben noch einen. Und den batschen wir jetzt einfach. Es muss ja ein bisschen erhaben sein, damit er mit nichts kollidiert. Kriege ich den? Oh. Oh. Und jetzt sitzt er dazu, liegt er hier zwischen den Blättern. Das ist ein. Okay, nochmal. Ich könnte natürlich auch sagen, ich packe da noch einen Stud unter, damit er ein bisschen höher kommt. Aber eigentlich. So. Nee, gefällt mir nicht. Jetzt geht hier die Blüte ab. Ich könnte, warte mal, wenn ich ihn hier, wenn ich sagen würde, ich will ihn hier haben, dann muss ich da einfach zwei Stats. Wir gucken mal. Was habe ich hier? Ach so, das sind die restlichen. Zwei sind vier schwarze und fünf graue. Das muss ich mir mal merken. Mir ist gerade noch eingefallen. Ach nee, das ist ein Brick mit Studs on the side. Das ist was anderes. Gut. Gut, gut, gut. Ich wollte jetzt hier den Eimer mit den Studs. Oder kriegt der kriegt so eine Nase? Oder ist es zu hardcore? Das ist ein bisschen fiese, so eine ganz spitze Nase. Wir gucken mal so. Ach, cool wäre ja noch cooler wäre natürlich. Moment, Moment, Moment. Rot transparent. Also du kommst schon mal hier hin. Natürlich wäre das am geilsten. Natürlich leuchtet die nicht, aber. Ist natürlich viel, viel cooler. Super, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo ich den abgebaut habe. Jetzt muss ich ein Video zurückspulen. Ich mache jetzt erstmal hier die Tüte wieder zu. Muss hier irgendwo gewesen sein. Da, ne? Ich glaube, da war das. Und da hatte ich mir was zum Andrücken genommen. Blöd, dass der so hochkant steht. Vielleicht sollte ich den woanders anbauen. Er hat es irgendwie geschafft in seinem Modell, dass der mehr so steht. Aber man muss natürlich auch einen Punkt haben, wo das Geweih, was nämlich sehr ausladend ist, mit nichts anderem kollidiert. Das macht einen guten Eindruck. Ach, das Auge. Okay. Dann machen wir hier schon mal den Trick, den ich mir. Oh, ich hasse mich. Ich hasse mich dafür, dass ich diese kleinen Teile hier dauernd fallen lasse. Hier kommt jetzt einfach noch ein Stud darunter.
So, warum? Geil, jetzt hält der und dann fällt der Fuß ab. Eigentlich müsste ich das alles kleben. So, jetzt habe ich hier die Blüte abgerissen. Okay, die Blüte gehört da drauf. Wenn es erstmal an Ort und Stelle ist, ist ja alles gut. So, und dann kommst du hier hin. Wunderbar. So gefällt mir das. Happy. Gut. Ja, wie gesagt, alles, was zu locker ist, wird notfalls geklebt. Schade, dass ich nur, dass ich hier hätte ich gerne einen dunkleren Bracket gehabt. Ach, da liegt das Auge, liegt tatsächlich auf was auf. Am liebsten würde ich da jetzt so, genau, 3 Liter Sekundenkleber, Epoxidharz, Haarspray, irgendwas, Klarlack, irgendwas, was einmal darüber geht und alles fixiert. Aber das wäre, glaube ich, zu fiese. Gut. Tja. Ich würde sagen, so präsentiere ich den meiner Frau morgen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich nicht vielleicht noch dunkelgrüne Fliesen habe, die ich hier drauf machen kann. Das gucken wir doch mal. Es ist zwar heute Let's Build Adventskranz, aber es ist auch nicht, es lässt sich nun mal nicht vermeiden, dass wir auch wieder ein bisschen mit den Eimern zu tun haben. Und zwar, jetzt wird erstmal hier weggeräumt. Das mit dieser transparent roten Nase, das gefällt mir sehr gut, weil das hat jetzt wirklich sowas von Leuchten. Es müsste jetzt, wenn das jetzt noch Glow in the Dark wäre, zwischen Rudi und dem Baum. Ja, ich kann Rudi auch. Ja. Ah, stimmt, ich hatte ja noch eine Idee. Puh. Ich hatte ja noch eine Idee. Das sollte ja noch gar nicht alles sein. Ach Gott. So. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. So. In Bracket. Es kann sein, dass ich die Brackets noch brauche. Was ich jetzt einmal kurz machen wollte, und zwar in meiner Teile-Datenbank wollte ich diese Brackets noch mal richtig eingeben. Genau. Das können wir auch in groß machen. Genau, hier sind die ganzen Bracket. Bracket, 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 Bracket. Genau. Ich habe nämlich die 3 sind jetzt quasi Fujikato, weil sie sind verbaut. Und dafür habe ich jetzt den. Das ist der. Der ist auch weg. Delete. Und dann wollte ich nochmal Statistik machen. 5 davon, 4. Perfekt. Datenbank stimmt. So, ich hatte nämlich überlegt, eine Sache, die ich komplett ignoriert habe, als ich diese Weihnachtskugeln, die er ja, der von diesem Adventskranz, der Erfinder, der hat ja diese kleinen Sachen, hat er sich ja nicht selber ausgedacht, hat er ja, ja, was heißt geklaut, hat er ja beim, es gibt ja halt so Weihnachtskugeln mit Füllung und diese Weihnachtskugeln mit Füllung, die Füllung hat er quasi hier benutzt. Was ich nicht gemacht habe, er hatte auch, also er hat das hier in seinem und bei den Weihnachtsornamenten ist das auch, so Weihnachtsgeschenke. Und diese Weihnachtsgeschenke sind auch eigentlich ganz easy zu bauen. Und zwar, man nehme, nein, nicht dich, man nehme, jetzt brauche ich ja doch nochmal dich, ach, das ist alles, ich bin so blöd. Immer wieder packe ich dieselben Eimer weg. Also, man nehme
Nehme man sowas? Das könnte man im Hinterkopf behalten. Das wäre natürlich richtig cool. Das wäre richtig cool. Also man nehme vielleicht sowas. Man nehme sowas nicht. Ich hätte auch noch. Ich hätte auch noch groß. Ach so, ich muss ja. Wieso brauche ich nicht? Ich habe auch noch große Augen. Ich habe, das ist völlig uninteressant, noch uninteressanter, ganz uninteressant. So, langsam wird's spannend. Wir hätten hier, nein, ihr auch nicht. Turntable, nein. So. Und dann brauche ich noch euch. Genau. Genau. Exakt. So, ich brauche jetzt drei Plates. Und zwar brauche ich drei Plates von den. Nein, ist Quatsch. Also, um es anders zu sagen, nach oben kommt eine Jumper Plate. Eine Jumper Plate kommt nach oben und auf die Jumper Plate kommt eine runde Fliese, so einfach oder auch was anderes, so als Schleife. In die Mitte kommt eine Plate und von unten kommt halt eine Plate oder eine, aber hier habe ich keine schöne Farbe. Ich bräuchte hier eine Farbe, die ich auch hier habe und die habe ich nicht. Gut, also die Idee mit den Inverted Plates, Inverted Fliesen vergessen wir gleich wieder. Gut, was wir aber brauchen, ist, wir brauchen eine Plate in der Farbe, wie wir auch. Also das ist jetzt quasi mittlere Schicht, untere Schicht. Das ist kein Lego. So, wenn wir jetzt sagen, wir machen das so. Und das Gute ist, das können wir hier einfach irgendwo draufsetzen. So, als Geschenk. Aber das Geschenk braucht noch irgendwie eine nette. Oder kriege ich das so fest? Kriege ich nicht so fest. Er hat das auch so gemacht. So. Ich finde, das hält diese Blätter halten irgendwie ganz schlecht. Vielleicht sollte ich mich woanders festhalten. Vielleicht sollte ich mich lieber hier festhalten. Ja. Gut. Und jetzt brauchen wir aber noch, hatte ich ja gerade gesagt, ein dekoratives obendrauf. Und das war der Moment, wo ihm der Platz ausging. Also, ich glaube, der Bracket-Eimer kann weg, weil ich brauche zum Festhalten keine Brackets mehr. Oder? Eigentlich nicht. Die Geschenke halten ohne Brackets. Also ist der Bracket-Eimer erledigt. Das ist der. Das schmeiße ich jetzt erstmal irgendwie da rein. Play Tile Round. So, und jetzt ist die Frage: Dekoratives obendrauf. Ich könnte auch. Na, das sieht einfach zu sehr nach Cupcake aus. Ich habe doch die hübschen, die wie Blüten sind. Ich könnte auch ein Herz obendrauf machen. Ich habe doch so viele abgefahrene Mini-Fliesen.
Das sind Viertelkreise, das ist transparent, das ist Open Stats, das sind Closed Stats. Das ist, natürlich ist das, was man braucht, wieder ganz unten. Quadratische Fliesen mit Print machen sich, glaube ich, nicht so gut. Okay, hier wird es langsam interessant. Oh, ich habe doch hier die, genau, wir haben doch hier die pinken Sterne. Nee, wir machen da eine goldene Blüte. Wenn ich mich hier schon wieder an diesen einzelnen... Man sollte es erst da drauf drücken und dann da drauf drücken. Ne? Jetzt ist hier auch ein Farbtupfer. Jetzt die Frage, mache ich noch mehr Farbtupfer oder wird es dann wieder unausgeglichen? Ich glaube, ich mache erstmal Schluss. Weil wenn meine Frau dann hinter mir sagt, ah, das ist mir zu viel. Wenn sie sagt, das ist zu wenig, sage ich, kein Problem. Gib mir 5 Minuten. Nein, natürlich nicht. Schon ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, jetzt finde ich, ist das einigermaßen ausgewogen. Gut, das war jetzt natürlich wieder ein Heidenaufwand für das bisschen. Aber ja, hätte ich da schon früher dran gedacht, dann ja, Effizienz ist nicht meine Stärke bei diesem Thema. Es wird einfach zu viel. Gut, dann haben wir hier den Eimer 31 wieder einmal abgehakt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was in welchem war. Also ich könnte noch eine Menge Geschenke machen. Danke, Andi. Ich bin da ja mittlerweile so ein bisschen betriebsblind. Gut, ja, was ich jetzt eigentlich... Jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, ich bin konsequent und pack die Sachen jetzt wieder weg. Die sozusagen hier... Ah, ich könnte natürlich... Nein, also die Sachen aus meiner Bilanz rechnen, die wir jetzt hier verbaut haben, können wir alles machen. Eins nach dem anderen. Ich packe jetzt erstmal den Adventskranz weg. Dazu muss ich einmal... Ich sehe das Sofa, wo ich ihn hinlegen will, von hier aus. Kabeltechnisch ist das auch kein Problem. Ich muss nur schauen, ob ich den, wie ich den, das ist echt, da steht ja, handle with both hands. Aber erstmal mit den Händen überhaupt irgendwo rankommen. Das Beste ist eigentlich, ihn an diesen Benzeln anzufassen. Jetzt auch gleich der Test. Okay, er kiet. Er kiet. Sieht witzig aus. Okay. Schüttel ihn mal ein bisschen. Es geht. Es geht echt. Aber wie gesagt, ist nicht so. Was war das jetzt? Ah, jetzt habe ich hier zwei Brackets abgerissen. Ich weiß, das ist keine gute Technik. Achso, das war nur Kabel gegen Eimer. Also alles halb so schlimm.
Und die Brackets, die da abgegangen sind, das lag daran, wie ich ihn angefasst habe. Das war jetzt nicht unbedingt Schuld vom Design. Gut, also, es kommt natürlich doch noch ein bisschen, ne? Kein Abend ohne Let's Sort im Moment. Erstmal müssen wir diesen Eimer wieder befüllen. Ja, ne? Das ist der 2x2 Fliesen-Eimer. Ne? Also alles, was 2x2 rund, 2x2 viereckig, Fliesen, Plates, auch mit irgendwelchen komischen Anbaugedöns. Gut. Jetzt ist aber die Frage, diese Sachen hier. Wo finden wir die? Da fragen wir doch einfach mal meine Datenbank. Filter ein aus. Textfilter enthält Plate und enthält, also ich möchte einen weiteren Filter. Textfilter enthält, also kann ich nur einmal, einmal 4. Plate einmal 4, einmal 23. Ich sollte die Eimer mal wieder ein bisschen auseinanderstapeln. 10, 40, 33, 37, 32, 42, 21, 29, 23. Ich glaube, die liegen, genau, die normalen Plates liegen einfach am Boden des Eimers. Da müssen wir nicht irgendwelche Tüten auseinandergedönsen. Gut, was haben wir da noch? Dann haben wir hier, das ist ein Brick 1x2 mit Stats on Site. Das steht hier leider nirgendwo. Oder ich finde es nicht. Oder heißt der wieder anders? Ist da wieder irgendwie... Wir suchen einfach mal nach Side. Okay. Das ist ein bisschen viel. Brick Special. Two Side Plates. Brick Special with two studs on one side. Nee, mehr. With studs on two sides. Without side support, with axial studs. Ah! Das, genau. Das ist nämlich, nee, das ist ja 1x1, 1x2. Da ist er. Genau, 22885. Das klingt wie eine Hamburger Postleitzahl. Ja, mach's gut, Andi, wenn du es noch hörst. Brick Special, 1x2 mal 1x2 Drittel before studs on one side. 1x27. 27. 27, genau. 27. Der krönende Abschluss dieses Projektes. Und jetzt brauche ich noch Jumper. Einmal 2. 28. Hatte ich nicht eben schon 28? 29? 26? 30? Da, nee, hatte ich doch noch nicht. Plate, Tile und so weiter und so fort. Das sind die Jumper hier. Ach, schön, dann habe ich wieder Ordnung. Gut. Okay, das war es dann höchstwahrscheinlich zum Thema Adventskranz. Nicht mal eine Stunde.
Okay, mal sehen, wo ich mich dann gleich noch mal hin verlaufe. Irgendwo verlaufe ich mich noch hin, hier in diesem Internet. Die Eimer muss ich wieder ein bisschen stapeln. Ich glaube, dann stapel ich sie auch erstmal wieder ins Regal. Beziehungsweise erstmal zeige ich meiner Frau den Adventskranz. Wenn sie sagt, oh, bitte noch mehr Geschenke, klar, dann habe ich hier alles griffbereit. Aber wenn nicht, wenn sie sagt, super, so kommt er hier an die Haustür erstmal, dann ist dem so. Und dann gehen die Eimer aber auch mal wieder zügig ins Regal. Und dann schauen wir mal, womit es hier weitergeht. Ich habe ja gestern, nach dem Let's Sort von gestern, habe ich ja gezeigt, dass hier noch haufenweise Kartons stehen, auch mit Weihnachtsbezug. Die müssen ja dann auch so langsam mal gebaut werden. Auf dem Spitzboden sind auch noch Kartons mit Weihnachtsbezug. Und ansonsten geht es hier früher oder später mit dem Mold King. Die Nummer habe ich jetzt nicht im Kopf. Das macht mich jetzt wuschelig. Der Mold King Kran, der genau dem Lego-Ding nachempfunden ist, um es mal so vornehm auszudrücken. Und das hier ist tatsächlich das Kiet jetzt bestimmt geil, das Kiet. Das sieht ja geil aus. Man sieht ja immer den Hintergrund dadurch. Wie, wie, wie. Da ist das ABBA-Logo. Naja. Wie kommt der in meine Sammlung? Das ist definitiv kein Lego. Bei Technik ist mir das wurscht. Bei Klemmbaustein bin ich empfindlich. Da wird nicht gemischt. Gut, mir fällt wirklich nichts, kein dummes Zeug mehr ein, also machen wir hier lieber Schluss, bevor das noch in irgendeiner Weise ausartet. Dann kann ich auch die Zeit nutzen und kann, ich muss jetzt die ganzen Videos wieder umbenennen. Jetzt weiß ich ja, dass es 6 Teile sind. Vorher habe ich ja nur Teil X, Y, Z. Jetzt kann ich sagen X von Y und die ganzen Vorschaubilder müssen aktualisiert werden. Das ist eine kleine Fleißarbeit. Das kann ich ja gleich mal machen. Wie gesagt, wir sehen uns hier die Tage wieder. Und bis dahin, macht's gut. 1, 2, 3. Heute mal was Neues. Das Bedürfnis zu streamen. Wundert euch nicht über die Beleuchtung, das hat alles seinen Grund. Wie sieht's hier aus? Bin ich hier zu hören? Ja, ich bin zu hören, ich bin zu sehen. Hat alles seine Bewandtnis. Gut, ein bisschen Zeit schinden, weil, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lampe an. Mitteiletrenner. Mitteile drin. Was ist das denn hier? Gut, dass ich einen Teiletrenner da habe. Pins. Achsen. Ah, Cookie da. Hier sind ja Bars. Achsen, Pins, Pins, Achsen. Achsen, Achsen, Pins. Schwarze Achsen. Eigentlich ist es ja Technik, aber es sind auch Räder. Ne? Das sind Spezialfarben. So, Achsen. Das sind diese Dreierpins. Pin 3L Friction Rich and Stop Push. Zwei Drittel Achse, ein Drittel Pin. Ein Drittel Pin, zwei Drittel Achse. Vielleicht sollte man sich spezialisieren und einen Pinhandel aufmachen. 1, 2, blaue. Achse. So, wo ich dich hier gerade in die Finger bekomme, davon habe ich hier auch 1, 2. Kadern, Kadern. Rote Zweierachsen. Wo kommen die ganzen Bars her? Hier ist jetzt ein Liftarm aufgetaucht und diesem Gummi-Liftarm.